That's a shawty that we ride. Tonight, I might go and catch a vibe. One time, ooh, I saw those flashing lights. Die Stunde der Wahrheit. Habe ich noch den 50er? Ich glaube nicht mehr, ehrlich gesagt. Hier in der Kraftstation kannst du, wenn du einen 50er hast, kostenlos trainieren. Ist, glaube ich, jetzt so voll entladen und mit, keine Ahnung, 5% Körperfettanteil nicht mehr der Fall. Aber probieren wir es mal aus hier. Oh. Ey, mit Pump könnte es hinkommen, ne? Ja. Aber ja. Dann muss der Kraft noch ein bisschen wirken. Ja, ja, guck mal so. Ah, da ist ein bisschen noch, ne? Ja, also volle Speicher plus einen guten Pump durch den Kraft. Und dann darf ich auch hier wieder kostenlos trainieren. Natürlich, wie vor jedem Training, gibt es erstmal einen richtig fetten Scoop des Crafts, damit ich hier gute, ja, 7 Tage vor meinem Hauptwettkampf, 8 Tage, keine Ahnung, wann das Video online kommt, ein bisschen Craft tanken kann. Da habe ich jetzt auch bitter nötig, ne? Also die Glykogenspeicher waren, glaube ich, noch nie so leer wie jetzt. Mein Kaloriendefizit war in den letzten Wochen einer Wettkampfdiät noch nie so hoch wie jetzt, weil, ja, kombiniert mal das höchste Anfangsgewicht mit der kürzesten Prep-Zeit und dann bekommt ihr eben das raus, das höchste Defizit raus. Oder man kommt halt nicht in Form, ja. Aber das war nie eine Option. Wo ein Wille, da ein Weg. Und jetzt rein damit. Gönn dir. Auf euch, Freunde. Ich dachte mir, ich frage jetzt Sepp ganz live heute mal die Fragen. Komplett live. Ganz live. Also du gehst ja jetzt immer noch, obviously, ein paar Steps, ja. Aber wie sieht das jetzt aus? Also du bist ja sehr nah an deinem Wettkampf, reduzierst du die jetzt? Ja, also ich habe momentan zwischen 20.000 und 25.000 Steps und werde spätestens ab Dienstag das Ganze auf 10.000 runterschrauben, weil ich das Gefühl hatte, dass bei den vorherigen Wettkämpfen die Beine dadurch ein bisschen zuer waren. Ne? Sie waren nicht so geteilt. Da hast du sie recht spät erst reduziert. Ja, aber ich hatte ja natürlich keine Wahl. Ja, ja, genau. Also ich musste Fett verlieren. Ihr wisst es, ich habe die Wettkampfdiät recht spontan und dementsprechend auch spät begonnen. Und da ist natürlich die Frage, was ist dir wichtiger? Willst du deinen Fettverlust so ein bisschen reduzieren oder willst du am Wettkampftag noch besser aussehen? Und in dem Fall, ich will am Wettkampftag besser aussehen. Vorher, ich wollte meinen Hauptwettkampf nicht sabotieren. Genau. Das waren die beiden Entscheidungen. Okay. Und da muss man natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Also dass die Beine vielleicht nicht so ganz geteilt waren, aber dafür werden sie jetzt hoffentlich richtig crispy und tief. Dann da ist bin das ich Ziel. Zuversichtlich. Die sind ja jetzt schon auch, obwohl, die sehen jetzt schon super obwohl ich jetzt immer noch 20.000 bis 25.000 Steps mache, sehen die jetzt schon deutlich besser aus als zuvor. Der Oberkörper war ja fast schon ready, ne, aber die Beine haben ein bisschen hinterhergehängt. Irgendwie schon, der Unterkörper. Also bei mir ist es meistens so, erst verliere ich am Oberkörper, dann an den Beinen, dann wird der Oberkörper komplett ready und die Beine bleiben eigentlich gleich. Und erst zum Schluss ziehen die Beine wieder nach. Also das wechselt sich so ein bisschen ab. Okay. Weil in der Offseason habe ich schon viel hier, ne? Vor allem an der Hüfte. Aber in der Hüfte ist halt fast nichts mehr. Ja, und wie sieht es denn gut aus? Der ist schon gut frei, aber der kann auch einen Ticken freier werden. Deswegen gehen wir noch weiter in Gas. Deswegen sind die Steps noch hoch. Ja. Wird eine richtige Punktlandung. Also ich werde jeden Tag brauchen. Wirklich? Jeder Tag zählt, jeder Tag muss gewonnen werden. Also ja, an jedem Tag muss ich meine To-Dos zu 100% durchziehen. Und auch packen und dementsprechend noch maximal, wie viele Tage sind es noch? Maximal 5 Diät-Tage, ne? Dann wird geladen. Oh ja. Oh yeah. Heute wird das Training so ein bisschen maschinenlastiger. Zum einen, weil wir hier einfach coole Maschinen haben. Bei mir im Studio gibt es ja, ja, ich sag mal, nicht so viele Brustpressen oder so. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen mehr darauf angewiesen, mit der Langhantel zu trainieren. Plus, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt Bankdrücken mache, dann will ich unbedingt meine Leistung von den letzten Einheiten bestätigen. Und ja, das ist natürlich in der letzten Woche so oder in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen vielleicht nicht immer so super, super klug, was die Verletzungsgefahr angeht. Und deswegen gibt es heute ein bisschen mehr Maschinen. Und das macht ja auch an sich mega, mega viel Spaß, wenn man so ein bisschen Abwechslung mit drin hat. André, wie geht's dir so? Gut, aber richtiger Struggle auf jeden Fall, ohne Equipment zu beugen. Ohne Gürtel, ohne Kniebandagen, ohne Schuhe, wenn man es gewohnt ist. Ist eine Herausforderung. Hast du alles vergessen heute? Ja, und ich werde meinem Namen auch wieder nicht gerecht, weil ich hätte eigentlich auch skippen können. Ja, besser so. Hier auf der sogenannten Squat-Bank muss ich mich auf jeden Fall hinsetzen, Freunde. Also die Energiereserven, die gehen gegen null.
Definitiv. Nicht ja. zu verwechseln mit der Belt Squat. Ja, wie geht's okay. dir denn so? Also du sagst schon, kannst dich nicht mehr so richtig hinsetzen. Wie geht's dir so im Alltag? Was ist die größte Herausforderung aktuell im Alltag? Ja, eigentlich den Tag zu überleben fast schon. Ne? Also es ist schon hart, muss man definitiv sagen. Gerade mit so einem hohen Defizit zum Schluss. Also ja. Überleben aktuell. Ist eher also nach dem Motto, dass man jeden Tag irgendwie so behandelt, als wäre es der letzte Tag. Weißt du, als wäre es so der Tag vor dem Wettkampf. Ja. Weil ansonsten, wenn ich mir jetzt noch denke, ey, es geht jetzt noch so 6 Tage, weißt du, ohne Energie, mit so einem Defizit, mit 20.000, 25.000 Steps. Ja, aber lange ist es ja wirklich nicht mehr. Nee. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, wenn es sein muss, dann ziehe ich das halt auch noch 4 Wochen so durch. Ja. So, es ist halt einfach so. Ich beschwere mich, ich heule dann rum, aber ich ziehe es trotzdem durch. Ja. Ackern. 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 So schaut's aus. So, Mann. Lass mal weiter ackern. By my face, hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today, yeah. They just can't believe it, man, that's all they gonna say. See these plays up on my Spotify, that's money in the bank up on my face. Du, wie ist das denn gerade so mit dem Sepp und der Diät? Merkt man, dass es Richtung finalen Wettkampf geht, oder? Auf jeden Fall. Also man muss schon sagen, im Moment ist so langsam die Energie einfach nicht mehr da. Also ich glaube, alles fällt generell ein bisschen schwerer. Okay. Und das, finde ich, merkt man schon. Also je weiter es voranschreitet, desto mehr merkt man, dass er auch wirklich dann an seine Grenzen so langsam kommt. Okay. Aber ich muss sagen, er ist echt aushaltbar. Also im Vergleich zu anderen, die ich schon erlebt habe. Wir haben ja auch Freunde, die alle schon gestartet sind und ja. Also Stimmung ist trotzdem noch gut auch. Ja, trotz das geht noch. Okay, sehr schön. Aber ich freue mich auch, wenn es vorbei ist. Now I go to war like a soldier, yeah. Plus they tried to count me out, thinking that it's over. But I got to fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Yeah, I got to fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Ja, erzähl mal, brennende Frage, die sicherlich viele interessiert. Wie viel Kalorien konsumierst du aktuell und wie ist deine Makronährstoffverteilung? Wenig, also so um die 2000 Kalorien, so um die 220 Gramm Protein, ein bisschen unter 200 Gramm Carbs und Restfett. Dann bleiben noch 35 Gramm Fett übrig. Ja. Das ist schon wenig, ne? Das ist schon echt wenig. Also für so einen schweren Athleten vor allem, muss man sagen. Bei 25.000 Steps und eigentlich Daily Training. Und ich habe eine Defizitrückrechnung gemacht und ich bin jetzt momentan in einem Defizit von wahrscheinlich 1000 Kalorien. Ja, stramm. Also du bist ja Bescheid, ne? Wirklich, ne? Auch schwere Athleten gehen manchmal gegen Ende der Diät schon ziemlich weit runter mit den Kalorien, wenn es denn eben sein muss. Wenn es sein muss, ne? Also in der idealen Welt mit Einhörnern und weiß ich nicht, man kann mit 5000 Kalorien diäten und in Form kommen, da würde ich natürlich vielleicht ein bisschen früher anfangen und dann das Defizit gegen Ende hin so ein bisschen reduzieren. Aber man muss immer das Beste aus der aktuellen Situation machen. Und ich kann jetzt einfach sagen, hey, dann komme ich halt einfach nicht in Form. Oder ich gehe die Extrameile und sorge dafür, dass die Form stimmt. Und Sepp geht immer die Extrameile. Ja, also wenn es sein muss. Also nicht freiwillig, aber so, es muss halt. Ne, wenn es sein muss, dann ziehst du auf jeden Fall durch. Immer. Danke. So, darum trainieren wir jetzt auch mal schnell weiter. Du hast ja jetzt bereits ein paar Wettkämpfe diese Saison schon hinter dir, ne? Das waren mich ja gezwungen. Genannte Warm-up-Wettkämpfe. Wie hat sich jetzt dein Mindset verändert in Bezug zu den ersten Wettkämpfen? Jetzt steht vermutlich der letzte Wettkampf an. Ist da so mindset-technisch nochmal was gegangen? Klar, also die ersten Wettkämpfe waren ja, wie du selbst gesagt hast, eher so Probe- oder Warm-up-Wettkämpfe. Die hat man eben mal so mitgenommen. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie 4 Tage vorher aufgehört, Steps zu gehen oder das Beintraining reduziert großartig. So ein bisschen schon, aber eben nicht signifikant. Und jetzt gehe ich all in. Ne? Ja. Alles, was ich habe, alle Reserven. Mehr geht halt nicht. So, und das, was rauskommt, kommt halt bei raus. Wirst du nervöser? Wirst du nervöser sein jetzt? Weil jetzt ist ja so ein Wettkampf, das ist ja dann kein Warm-up-Wettkampf, sondern eigentlich ist es ja so ein Wettkampf, da geht es um was. Eigentlich schon, ja. Aber dadurch, dass ich bei den letzten Wettkämpfen so gut abgeschnitten habe, habe ich keinen Druck mehr. Nee. Ja. Ich meine, man muss auch sagen, es ist halt ein richtig krasser Wettkampf. Da darf jeder Pro eigentlich starten, der sich qualifiziert hat. Und das Niveau ist halt krass, weil da gibt es auch wirklich was zu gewinnen. Also ich glaube, Geld gibt es immer und eine Harley, ey, das wäre schon krass. Das zieht auch natürlich eine gewisse Qualität an Athleten an. Ne? Ja. Also wenn du halt nichts gewinnen kannst oder
weiß ich nicht, eine Harley und $10,000 oder so. Ja. Das treibt das Niveau nochmal auf ein ganz anderes Level, weil ganz ehrlich, Geld ich habe auch kurz überlegt, tatsächlich letzte Woche nochmal ganz schnell eine Quick-Diät. Ich finde auch so, würde noch. Also wird gehen, oder? Eine Woche schaffe ich, ne? Ja. Beine ist das Problem. Ja, die sind zu massiv, die passen nicht zum Rest. Komm, wir müssen weiter trainieren, sonst wird das hier heute nichts mehr. Fertig mit dem Training, fertig mit und der Welt. Ja, hast du schon über die Zeit nach dem Wettkampf nachgedacht? Also ich muss sagen, in dieser Prep bisher am wenigsten. Also in den anderen Wettkampfdiäten habe ich schon Monate vorher, fast schon bevor die Prep angefangen hat, hatte ich schon so eine Liste, so eine Foodliste. Mhm. Diese Läden muss ich unbedingt besuchen, wenn ich da bin. Und ich muss sagen, jetzt fängt es erst so ein bisschen an. Ne? Aber jetzt wird es auch wirklich von der Form so ein bisschen knusprig. Könnte damit korrelieren. Aber ich glaube, ich werde auch ein bisschen erwachsener, ne? Also, könnte auch 2018 hast du auf jeden Fall vorher schon voll den Plan los. Genau, welchen Tag du anbauen willst. Ja. Locker. Und ich musste mir den ganzen Scheiß auch noch reinzwingen. Ich war schon fett. Nach Miami war ich noch fetter. Aber mal bezogen jetzt nicht mal mehr so auf das Food direkt nach dem Wettkampf, sondern mal so ein bisschen weiter gedacht nach dem Wettkampf. Gibt es da schon Pläne? Safe. Also Ivo, natürlich voller Fokus. Ja. Ivo Gym, voller Fokus. Und noch ein paar weitere Projekte, die ich wahnsinniger auch noch angeschoben habe während der Prep, ja. Weil eine Prep alleine und Ivo und alles, was ich so mache, war ja nicht genug. Also, im Nachhinein ist man schlauer. Genau. Ja. Also ich bin auch der Meinung, du hättest schon nochmal dich noch ein bisschen mehr belasten können, also neben so einer Wettkampfvorbereitung. Babysitten und so nebenbei noch ein bisschen Zeitung Greenpeace und so, ne? Und protestieren und weiß ich nicht, ein bisschen handwerken oder so. Ja. Wir sind auf jeden Fall durch für heute, ne? Also war es das mit diesem Video. Ich weiß nicht, ob noch ein Outro kommt. Wenn nicht, dann abonnieren, Glocke anmachen, Daumen nach oben bei Ivo einkaufen. Vielleicht bis gleich, vielleicht auch im nächsten Video. Gut, André.